Nice, nice. So, da haben wir den Kork und dann geht's jetzt hier runter und schauen uns, wie es hier in diesem Adea Dorfruine. Ich weiß gar nicht, Adea. Falsche Taste, falsche Taste. War. Boah, wie viele hier waren. Gab's das schon mal in einem Zelda-Spiel, dieser Ort? Weil der sagt mir gerade gar nichts. Wer weiß, wer weiß. Ja, wir werden uns jetzt erstmal hier weiter umschauen. So. Mehr kann man doch nicht sagen, dass der nicht hier reingehört. Ja! Ja! Tschüss, tschüss. 32 haben wir schon wieder. Wir haben dieses... Wir haben ziemlich, ziemlich viel geholt. Moin. Du schaust mir aus wie eine Truhe. Jawohl. Was befindet sich hier drin, ne? Komm, was Cooles, was Cooles, was Cooles, was Cooles. Ich in Bogen. Ein Ichin-Bogen? Er hat mal sogar schon. Und er sagt mir gar nichts. Hier sind zwei fette Felsen, die eine Truhe bedecken. Das wollte ich nicht. Wow. Okay. Gut, ich schlag ja schon dran. Ist okay. So, dann nehmen wir einfach den nächsten Boomerang, würde ich sagen. Nehmen wir den nächsten Boomerang. So, und für den nächsten nehmen wir dich hier. Tschüss. Pom. Können wir schon an die Truhe ran. Okay, gut. Da brauchen wir den anderen gar nicht wegzuschleudern. Violette Rubin. Nice, nice. Sehr schön, sehr schön. Ich gucke noch mal kurz bei den Häusern hier vorne, ob es da irgendwas noch versteckt gab. Am besten sucht man damit. Wenn man da Truhen sieht und sowas. Wobei mit dem anderen Namen, dem gelben auch. Aber rot ist viel schöner, also so. Das muss jetzt mal gesagt werden hier. Aber hier haben wir noch was zum Wegschlagen. Pam, 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 komm. Gut, reicht. Ein Opal. Sehr schön, sehr schön. Also ich muss sagen, hier sah es bestimmt mal schöner aus als jetzt. Oh Gott, was haben wir da? Ich weiß, was uns hier erwartet. Okay. Hier nehmen wir mal die Bombenpfeile wieder, ne? Oh nein, der hat ja eine richtige Scheiße. Unser
Bogen ist nicht kaputt. Okay, gut, das sah gerade so aus. So, immer schön viel Schaden machen. Oh Gott, hier kann ich nicht. Kann ich nicht stehen? Ah! Da, jetzt kann ich wieder stehen. So, komm, nur noch ein paar Schuss. Noch ein Schuss, komm. Ja, und das war's. Tschüss. Nehmen wir mal jetzt so eine Billo-Lanze jetzt hier so. Das bekommen wir. Bernstein, Rhodonit, Rhodonit, Bernstein, 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 Bernstein. Halt. Und es wird dunkel. Was ist man hier noch? Bogen, Rute. Ah ja, hat man den Krog gefunden. Komm, weil es so lustig war. In die Hand nehmen. Und wo man... Oh, Scheiß auf... Oh. So. Ich wollte nicht zu den Schildern. Okay, wir nehmen doch einen Feuerstein. Okay, wir brauchen eine andere Waffe. So, wir nehmen trotzdem wieder die Lanze auf den Rücken. Und schlafen bis zum nächsten Morgen. So. So, so, so. Und laufen jetzt hier weiter rum und schauen, ob wir hier noch irgendwas... Meine Nase! Ah! Wir haben einen Bumerang gefunden. Ja, toll. Wobei da bestimmt... Gut, Schaden macht im Zweifel. Mehr noch tolle Sachen im Brunnen? Nein. Schade, schade. Haben wir hier noch irgendwas Tolles, Spannendes? Da hinten haben wir einige Felsen. Hier haben wir eine Route. Ja, schön. Da haben wir... etwas zu freilegen und ich würde sagen, wir schießen das überhaupt nicht mit einer bösen Vorahnung einfach in die Richtung dort. So. Wow. Das waren die falschen Pfeile. Ey, wir haben ihn besiegt. Ohne größere Anstrengung. Ich wechsle mal kurz die Rüstung wieder. Auf die Ninja-Rüstung. Und dann probieren wir es mal von der Seite, das jetzt hier wegzuschlagen. Halt. Da. So, das sollte jetzt hoffentlich klappen. Wobei, geh mal lieber in die Richtung. Ja, und tschüss. Und was finden wir hier drin? Ein violetten Rubin. Schön, schön. So, da hinten sind... Was ist das dort oben? Ah, das ist bestimmt ein Pilz einfach nur, ne? Ja, okay, dann... So, da
habe ich sogar den Schaden in Kauf genommen, einfach nur, damit wir die beiden einfach schnell besiegen. So, du bist einfach nur ein Pilz, ja? Ja. Gut, okay, dann. Möchte ich kurz das da? Ach, guck mal her, das Sammelbare ist meins, 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 meins. Das darf niemand anderes besitzen. Meine, meine. Alles, komm her. Meine, meine. Nice. Der Bumerang. Komm jetzt. So. Und öffnen. 10 Holzpfeile, okay. Dazu sage ich natürlich auch nicht nein. Was haben wir hier? Eine Route. Haben wir die Route? Ganz viel Schleichschnecken. Haben wir die Route eigentlich fotografiert? Das wäre peinlich, wenn... Ja, ja, mal Gott sei Dank. Es wäre ja peinlich, wenn nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Aber dieser riesige Baum. Moment. Nee, okay. Ich dachte gerade, ob das... ich wollte nochmal gucken auf den Namen, aber... Ja, guck mal, was wir hier haben. Ja! Tschüss, tschüss! So. Guck mal, was wir hier haben. Das könnte ein alter Dekobaum sein, aber dann hätte das vielleicht Kokiri sein müssen, eher vielleicht. Ich dachte gerade, was bist du denn? Aber du bist nur ein schwacher. Blin. Ich sag den Namen immer falsch aus. Man muss ja einfach mal auch irgendwann mal zeigen. Guck mal, ich kann den Namen doch richtig aussprechen. Hat ja gut geklappt. Da oben ist noch eine Ruine. Aber ich möchte jetzt erstmal zu dem umgefallenen Baum. Der hat jetzt stark meine Aufmerksamkeit geweckt. Hier sind erstaunlich viele Brunnen. Was haben wir denn da? Ganz viele Hyrule-Pilze. So, wohin führst du mich? Da hoch. Natürlich regnet. Ich hasse Regen. Ich hasse Regen so unfassbar. Okay, gut. Dich haben wir schon markiert. Gut. Hat's aufgehört? Nein. Komm jetzt da hoch. Please. Bitte. Ich hasse Regen. Okay, dann... Pass auf, wir dort unten gab es ja so eine Art Unterführung. Da werden wir ein Feuer machen und schlafen. Einfach nur um den Regen. Unterführung, Fragezeichen. Da, guck mal hier. Kann man da rein? Ja, danke schön. Bloß regnet es hier rein. Das ist natürlich belastend, aber hier regnet es nicht rein. Das heißt, wir können hier ein wunderschönes Lagerfeuer machen. In die Hand. Welche Waffe? Welche Bumerang? Ich glaube, der Bumerang kann das nicht entzünden, ne? Es geht hier auch ziemlich bergab. Das wird wahrscheinlich einfach. Da unten ist noch ein Grog. Hä, warum hast du das jetzt?
So, und dann machen wir dich lieber mit der Feuerlanze an. Wechseln aber gleich wieder auf den kaputten Bumerang. Bis morgens, bitte. Damit der Regen aufhört. Ah. So, guten Morgen. Wir werden jetzt dort oben noch den Krog holen. Der dort auf mich wartet. So. Naja. So. Da, hallo. Das ist bestimmt hier oben drauf, ne? Wo bist du? Doch nicht hier oben drauf. Okay, gut. Ja! Tschüss, tschüss. So. Da unten flaucht noch ein... Warum? Komm, bist du hin? Da. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Danke. Ja. Tschüss, tschüss. Und irgendwas sagt mir, dass ich den da hochschießen muss. Gut, nehmen kann ich den nicht. Okay, dann... So, und nicht den Bumerang, sondern nehme ich lieber die hier. Hat das jetzt was gebracht? Fragezeichen. Ich meine schon, da ist schon weit geflogen. Wer weiß nur wohin, wie weit. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn er da drinnen gelandet wäre. Guck mal, den Drache. So. Yes. Über das Ziel hinausgeflogen dann, ne? Na, wer weiß wohin. Gut, hier ist nichts. Ich hab gelogen. Hier ist doch was. Ja, haha, und hinten schwimmt irgendwas. Tschüss, tschüss. Will nur gucken, haben wir dich fotografiert, was dort hinten ist? Ja, die Kröte haben wir. Lalalalalala, bleib doch stehen, meine. So. Ich finde schön, mit der Ninja-Rüstung kann man, außer man rennt, fast alles aufsammeln. Das ist schön. Das gefällt mir sehr gut. So, hier ist sonst nichts weiter. Dann würde ich schauen. Ob da noch irgendwas ist. Schön, der Feuerpyrogone, oder wie der sich nennt, der ist dort. Ja, den machen wir, den haben wir da auch noch auf die Mütze, ne? So wie sich's gehört.
Da ist er. Mit dem er mal schnell gehaut. Der wird überhaupt nichts mehr sagen. Entschuldigung. So. Ab hier hoch und hier ist nichts.